Aus Dragons! It's Dragon Time und ich begrüße alle zur nächsten Folge Dragon Coaching aus dem schönsten Büro der Stadt, der Städte von Deutschland sozusagen, aus meinem Auto. Herrlich, wunderbar. Ich fahre viel Auto, ihr wisst es und seht es. Und im Auto kann ich gut Gedanken fassen und mache dadurch auch gerne da meine Videos, weil ich da Zeit habe, über Dinge nachzudenken. Ich komme gerade von einem total verrückten, also verrückt von einem sehr positiven Wochenende. Es war sehr geplant, durchstrukturiert und deswegen hat es auch zum Erfolg geführt. Und genau das wird heute Thema sein des Dragon Coachings. Erfolg, was gibt es dafür für Grundlagen? Es gibt ganz allgemeingültige Grundlagen, um erfolgreich sein zu können. Mein Erfolg war jetzt am Wochenende die Unterzeichnung der Verträge für das Dragon Gym Dresden und Dragon Gym Köln, wo es dann im November losgeht. Und ja, ein riesen Schritt nach vorne. Es ist einfach erstes Dragon Gym im Osten in Dresden. Köln, das nördlichste Gym momentan. Also die Grenzen werden erweitert. Wie kannst du deine Grenzen erweitern? Wie kannst du es schaffen, deine Wünsche, die du im Leben hast, zu erreichen? Das ist ja letztlich Erfolg. Ob das jetzt ist, ein Gym zu eröffnen oder eine schöne feste Partnerschaft zu haben oder einen Rennsportwagen zu fahren oder Urlaub zu machen. Wir haben alle andere Wünsche. Die können emotional sein, die können wirtschaftlich, finanziell, das ist ganz unterschiedlich. Und jetzt geht es ja darum, wie kannst du deine eigenen Ziele erreichen, deine ganz individuellen Ziele. Nummer eins ist, du musst dir erstmal klar werden, was für Ziele du hast. Dafür hilft das Training im Dragon Gym ungemein, weil dein Kopf, dein Geist wird sich klären. Ja klar, wie bei Nebel. Der Nebel geht weg und du weißt, was du wirklich brauchst und was du wirklich willst im Leben. Das ist das Erste. Werde dich klar darüber, was du willst. Da musst du ganz ehrlich zu dir sein und wirklich nur zu dir. Und dann geht es natürlich darum, wie kann ich es erreichen? Und das Schöne ist, heutzutage haben wir wirklich gerade in Deutschland alle Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Also ich empfinde es immer so, jemand, der in Deutschland nichts auf die Beine stellt. Also das kann ja ganz individuell sein, aber der keinen festen Job hat. Also ich weiß nicht, wie die Menschen das machen, aber die Arbeit liegt ja auf der Straße. Also wenn du im Kopf gerade gewickelt bist und regelmäßig früh aufstehen kannst und so weiter, dann liegen die Jobs auf der Straße rum in Deutschland. Das ist verrückt, das ist der Wahnsinn. Ob du die Jobs willst, ist was anderes. Oder ob sie gut bezahlt sind. Aber wie kannst du jetzt wirklich Erfolg haben? Das heißt, den Job, den du willst, genau den Job, den du willst zu haben. Das Einkommen zu bekommen, was du möchtest. Die Partnerschaft zu haben, die du dir wünschst. So zu wohnen, wie du das dir wirklich wünschst. Ja? Also letztlich hat es viel mit finanzieller Freiheit zu tun, weil das die Basis ist für viele Sachen. Man kann das so sehen, wenn du eine Beziehung hast und ständig klamm bist, ja, ständig Geldprobleme hast, wird das letztlich auch deine Beziehung belasten, weil es belastet dich ja selber einfach auch. Keiner sagt, juhu, ich habe wenig Geld. Nee, du brauchst keine Million auf dem Konto, aber du brauchst eben das Geld, um deine Wünsche zu befriedigen, die ja durchaus sehr unterschiedlich sind. Und das ultimative und universelle Prinzip, um das zu erreichen, um Erfolg zu haben, ist, bin ich der festen Überzeugung, stetiges Arbeiten, stetiger Wachstum. Das heißt täglich. Überleg dir, ob du jeden Tag der letzten 10 Jahre, das ist jetzt ein ziemlich langer Zeitraum, an deinen Zielen gearbeitet hast. Wenn ja, wirst du im Rückblick merken, dass du sehr weit gekommen bist. Dass du deinem Ziel immer näher kommst. Aber wenn du das verneinst, und es ist wichtig, dass du ehrlich zu dir bist, dann wirst du nicht da sein, wo du willst. Dann hast du halt lieber Party gemacht. Der Arnold Schwarzenegger hat das Horsing Around genannt. Ja, also du bist halt unterwegs. Machst halt Party, während andere lernen und für ihre Träume hart arbeiten. Das dafür arbeiten, es gibt, glaube ich, keinen Moment in der Menschheitsgeschichte, wo das einfacher ist, für seine Träume zu arbeiten als heute.
Das Handwerkszeug kriegst du alles online, auf YouTube, du kannst dir Trainer holen. Ja, wenn du Kampfkunst lernen willst, melde dich im Dragon Gym an. Also du hast überall Möglichkeiten. Es gibt genügend Angebote, Dienstleistungen heutzutage. Aber du musst eben deinen eigenen Arsch hochbekommen. Und im Dragon Gym haben wir, oder ich spreche jetzt mal nur von mir, die Philosophie, wenn jemand ins Training kommt, ist egal wie fit er ist oder wie alt, es ist vollkommen unwichtig, jeder ist willkommen. In Klammern, jeder, der gerne an sich arbeiten möchte. Also jemand, ja, ist egal, was du für eine Figur hast, wie fit du bist, wie viel Liegestütze du schaffst, aber arbeite daran, besser zu werden. In kleinen Schritten, das ist vollkommen in Ordnung. Aber arbeite daran. Und irgendwann, wenn du es lang genug machst, wird es dir immer leichter fallen und wirst dem Ziel immer näher kommen. Nach außen sieht das ja so aus mittlerweile, wie ob wir die Dragon Gyms eröffnen wie nichts. Also, und es ist faktisch auch so mittlerweile, weil wir aber die letzten Jahrzehnte daran gearbeitet haben, an der Infrastruktur, an dem Wissen, an unserer eigenen Persönlichkeit, die muss ja mitwachsen. Also es gibt da ein Mindset, ja, zu sagen, boah, wir erobern uns ganz Deutschland und noch mehr. Das muss man erstmal aufbauen, dieses Mindset, wenn es denn ehrlich gemeint sein soll. Und das kannst du mit kleinen Brötchen, aber eben jeden, und ich meine jeden Tag. Viele Menschen haben sehr, sehr ambitionierte Träume, wie ich früher auch. Also ich habe immer noch ambitionierte Träume, aber ich hatte das Handwerkszeug nicht dafür. Du musst wirklich jeden Tag dafür arbeiten. Das hat mich früher sehr, sehr angestrengt auch, dieses Mindset erstmal zu lernen. Mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ja, ich war früher in einem klassischen 9-to-5, arbeitsmäßig von 9 bis 5. Und dann Wochenende sowieso nicht arbeiten. Also ja, das brauchen wir als Erholung und der ganze Quatsch. So kommst du natürlich nicht zu deinem Maximum. Ja, das sind so Wohlstandsdinger, Wochenende und so ein Zeug. Du brauchst schon deine Sachen, wo du runterkommst, ja, wo du entspannen kannst. Geh in die Sauna, geh trainieren. Es gibt nichts Besseres als Martial Arts Training. Im Dragon Gym, ja, jeder, der das Training miterlebt hat oder mal auf einem Seminar vom Großmeister oder auf einem Dragon Camp war, was in vier Wochen ungefähr stattfindet, in Kronach auf einer geilen Burg, dann wirst du sehen, du kommst da nicht zurück mit einem dicken Ranzen vom All-Inclusive-Buffet, sondern du bist entspannt und gleichzeitig geladen, ist dein Kopf geladen, energetisch geladen, um deine Ziele anzugreifen. Also, bottom line, man muss nicht lange rumschwafeln, jeden Tag. Kontrollier dich. Tust du jeden Tag was für deinen Traum? Ich kann meinen Traum sehr leicht formulieren mit der Expansion des Dragon Gyms einfach. Und das zu leben, ja, und diese Energie weiterzugeben. Wenn dein Traum ist, eine Familie zu haben, ein schönes Auto, der Klassiker eben, ja, Urlaub, ein oder zweimal im Jahr, also was nennt man, Mittelschicht, sagt man vielleicht, ja, also so das klassische Ding, wo sich jeder wohlfühlt, der jetzt so dieses Paket schnüren will. Dafür musst du auch Gas geben, ohne Ende. Überleg doch mal, wenn du, ich meine, Kinder machen kann jeder, ja, also rein vom Akt her. Irgendeine Schmuddelwohnung kann auch jeder bezahlen, aber ist es das, was du deiner Familie vorleben willst? Ist es das, was dich entspannen lässt? Ja, wo du hast ja auch eine Verantwortung der Familie gegenüber. Also das musst du dich fragen und dafür musst du arbeiten. Und das ist eine Riesenverantwortung. Das heißt, so als Beispiel, das wäre mein erster Gedanke, wenn ich eine Familie gründen wollen würde, wäre das Erste, was ich tun würde, erstmal meine persönliche finanzielle Freiheit oder Stabilität gestalten. Ich würde mich so positionieren im Job, dass ich mein Chef mich gar nicht kündigen kann und ich auch jederzeit woanders einen Job finden würde. Dann würde ich schauen, okay, wo kannst du wohnen, wie kannst du es mit deinem Gehalt vereinbaren, ja, Familie, Haus, Wohnungsgröße und so weiter, solche Sachen. Und dann musst du dir im Klaren werden, okay, was bist du für ein Typ, was ist deine Partnerin oder dein Wunschpartner oder Partnerin für ein Typ, wie passt das, die Konstellation zusammen, ja, wer ist der dominante Part, wie willst du das Ganze gestalten, wir haben gerade so viele Sachen im Umbruch, das musst du dir ganz klar werden. Und wenn dir das klar ist, dann kannst du auch relativ
bewusst und strategisch, muss man sagen, auf die Sache zugehen. Ja, du kannst auch nicht eine Familie gründen nur auf Gefühlen jetzt. Klar, da muss es eine gute positive Energie sein und so weiter, aber auf Gefühle im Sinne von die körperlichen Gefühle, ja, die verändern sich doch. Das kann ja nicht die Basis der ganzen Sache sein. Das ist ein wichtiger Teil, aber kann nicht die Basis sein. Wenn du das machst und dir deiner Werte bewusst wirst, dann kann das ja nur klappen. Dann kann das ja nur gut funktionieren. Du musst aber eben dafür arbeiten, dafür Gas geben, dafür einstehen. Ja, das ist die Buttonline des Dragon Coachings heute. Wie oft hast du an deinen Zielen gearbeitet die letzten 10 Jahre? Hast du es wirklich jeden Tag gemacht? Oder hast du dich ganz bewusst zurückgelehnt und auch gesagt, nee, heute mache ich nichts? Also, das darfst du niemals machen. Heute mache ich nichts. Auch wenn es nur was ganz Kleines ist. Ein Gedanke oder ein Video dazu dem Thema oder irgendwas. Aber sag nie bewusst, nee, heute mache ich gar nichts. Das ist, damit verlierst du deine Würde sozusagen. Ja? Das wäre wie wenn einer sagt, ins Training kommt und sagt, nee, heute mache ich gar nichts. Ja, das geht nicht. Das würde ich nicht akzeptieren. Doch, du machst halt was. Wenn du verletzt bist, trainier locker. Das ist kein Thema. Das schaffen wir alles, aber mach was. Weil ich möchte, dass du stärker wirst. Und du möchtest es ja auch. Ja, das ist wichtig. Also in diesem Sinne, gebt Gas, genießt eure Woche, arbeitet jeden Tag an euren Zielen. Erstmal den Zielen bewusst werden und dann jeden Tag daran arbeiten. Und dann wirst du in 10 Jahren ist dann schon ein Licht, das ist meilenweit weg dann. Wenn du in 10 Jahren zurückblickst, denkst du dir, krass, was in mir passiert ist, aber du wirst nicht weise und clever werden und reich und erfolgreich, nur weil du älter wirst. Das ist ein Irrglaube. Wenn du ein Idiot bist mit 20 und an dem ich arbeite, bist du auch ein Idiot mit 80. Das Alter schützt davor nicht. Ja, du musst an dir arbeiten und dann wirst du weise oder zumindest wirst du dann wissen da vielleicht, ja, und kannst mehr Sachen abwägen und abschätzen. Also in diesem Sinne, Vollgas!